Und somit herzlich willkommen zurück zu WWE 2K22. Wir gehen weiter zu Raw. Rey Mysterio vs. Shawn Michaels. An einem Abend voller Anspannung stehen sich zwei der Besten zum ersten Mal gegenüber. HBK und Rey. Hey, es reimt sich. Eddie Guerrero has passed away. Eddie was in the prime of his life, 38 years old. The prime of his career. So tonight, we celebrate the life of Eddie Guerrero. The toughest thing about this day was what we were all living, what we were going through. It was hard for us to accept that Eddie was no longer with us. Everyone was hurting. I asked myself, what would Eddie have done? And Eddie was all about the business. Whatever happened, show must go on. I did expect to wrestle Shawn one day, just not under those terms. One of the greatest legends in WWE history, he has a lot of respect for this business and for the superstars that are up and coming. By Shawn Michaels asking me if I had the energy and the courage to have a match against him that night, he didn't have to choose me, but he did because he knew that Eddie would have loved it. That speaks of the type of human being that he is. Losing Eddie was one of the most painful experiences in both my personal and professional life. The WWE Universe came together to pay tribute to one of the most respected and beloved superstars of all time. This was a difficult night for all of the obvious reasons, but we wanted to put on a show that Eddie would be proud of. I found myself in a rare one-on-one match with another living legend, the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Of course, I wanted to win for myself, for my fans, and for Eddie. And while Shawn was also grieving, I knew that he would still give me everything he had, just as Eddie would have wanted. So, na dann, ein Match in Ehren für Eddie. Okay, Shawn Michaels ist noch jung. Alter, ich konnte bis jetzt noch nicht abwehren. Oder ich habe ihn zu früh gedrückt. Oh mein Gott! Komme ich dann auch mal hier raus? Oh nein! Nicht in der Ringecke! Autsch, ich kann halt einfach nichts machen. Was steht denn oben? Shawn glaubt, er kann sich mit seiner Technik durchsetzen. Packe ihn mit einem leichten Griff im Ring, damit er weiß, was Sache ist. Leichter Griff. Okay. Autsch! Oh, nicht mein linker Arm. Alter, ich bin schon halb rot, orange, wie auch immer. Lass mich los! Alter Falter, du gehst mir jetzt auf den Sack! Er hat jetzt Konter gemacht, oder wie? Okay, ich weiß nicht, ob ich die Videosequenz zeigen kann. Ist schon mal so eine Sache hier mit den Rechten. Und ja, was mir aufgefallen ist in dem Video, beide haben an der linken Seite so ein Band, ein schwarzes, mit EG, also Eddie Guerrero. Oh, wieso drücke ich B, Mann? Was ist denn los? Oh, das ging schnell. So, der Kampf hat gerade erst begonnen. HBK ist nach voller EG, raube sie mit harten Angriffen im Ring. Ja. Alter, wie lahm ich war. Ein weiterer leichter Griff von vorne gegen Shawn im Ring sollte ihn ausbrechen. Was ist mit dem los, hey? Der geht ab wie eine Rakete. Ich habe halt einfach keine Chance. Bam, bam, bam und boom. Drop, kick. Wollte schon sagen, in your face, aber eigentlich war es ja nicht in your face. Alter, was war das gerade hier für ein halber Spear? Oh, come on. Oh, oh, oh. Der gekontert? Okay, wie mies. Oh nein. Echt auch noch auf meinem Fuß. Oh, es bindet mich schon wieder. Oh, wie langsam. Beim ersten Mal ging es richtig schnell. Gibt's ja gar nicht. Oh. Okay. Komm. Noch einmal so. Boom. Und dann einen Griff von vorn. So. Oh, Mann. Wäre das weiter drüben gewesen, aber ja, okay. Hätte es eh nicht so viel gemacht. Warte, ich brauche ein bisschen Zeit. Nutze den Moment, wenn du einen Sprungbrettangriff vom
Apron landest, während HBK im Ring steht, wird ihn das hart treffen. Du darfst HBK keinen Atempause geben. Covere ihn für den Pin. Was? Okay, einfach mal pinnen. Ich glaube, das wird nicht. Ja, natürlich nicht funktionieren. Aber wie soll ich einen Sprungbrettangriff vom Apron landen, wenn HBK im Ring ist? Weil der Apron ist ja eigentlich der Rand vom Ring. Aber das heißt ja eigentlich, wenn ich theoretisch hier stehe. Ach so, ich soll hier so rüberspringen und er soll drüben stehen. Ja, okay. Ja, okay, ich habe es verstanden. Das heißt, ich müsste quasi... oh no. Hätte es von der anderen Seite machen müssen. Come on. Kipp ab und zack. Oh, jetzt geht aber in die Ecke. Das ist gar nicht gut. Okay, wir wechseln. Ah, jetzt ist er aber ein bisschen blöd hier drin. Ah, okay, warte. Warte, lass mich hier rüber. Er springt da nicht rein. Das ist mein Problem. Oh, okay. Richtig schön ausgewichen. Das wollte ich gerade nicht machen eigentlich. Nur so nebenbei gemerkt. Ah, nein! Wieso geht er rein? Verdammt! Warte mal. Hier, er weicht aus. Okay. Ich wollte noch mal so ein bisschen Schaden machen. Oh nein! Jetzt bin ich auch noch benommen. Oh, ich war relativ fit. Sehr schön. So, lass mich mal kurz aufstehen. Zack. Zack. Lass mich hier vorbei. Oh nein! So stehst du wieder so schnell auf. Ist ja gar nicht. Bleib einfach mal auf dem Boden. Geh doch über das Seil, Ray. Ich drücke die ganze Zeit nach rechts, aber er will nicht. So, jetzt bin ich hier hinten. Ich komme hier nicht mehr. Wieso geht er jetzt nicht hier rüber? So, okay. Sehr nice, sehr nice. Versucht in den Kampf zurückgekommen, aber dem kannst du mit einem leichten Combo im Ring ein schnelles Ende geben. Okay. Eine leichte Combo, also einfach 4x X, oder? Und hoffen wir, dass alle durchgehen. Alter! Und er macht direkt. Ja, genau. Okay. Und ich konnte nicht mal schnell aufstehen. Oh no. Wie heißt dein Finisher? Sweet Chill Music, oder? Zack, zack. Oh nein, er unterbricht halt einfach. Ich will da direkt angreifen. Deshalb tue ich meistens nicht Y, sondern versuche immer direkt einen Angriff zu starten. Aber ich bin meistens zu langsam. Oh no. Ja komm. Achso, ich soll noch aufstehen. Oh nein, bleib doch einfach liegen, Ray. Gibt's ja gar nicht. So. Zack. Verdammt. Ah, es war ein bisschen... Nein. Oh nein. Shit. Also wie schnell man da sein muss. Bei dem einen Mal. Au. Okay, er pinnt nicht. Dachte, er pinnt vielleicht. Autsch. Nochmal. Okay. So, was wir jetzt machen? Oh nein. Okay, da konnte ich nichts machen. Jetzt bin ich hier weg. Au, 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 au. Come on. Jetzt mal Ruhe hier. Brauchen wir ein bisschen Pause. Oh, er steht sehr schnell auf. Oh ja, Combo. Er macht aber keine Combo, weil er im Ring ist, oder? Ich finde es auch geil, dass der Schiri nicht anzählt. So, gehen wir hier weg. Ich wollte ihn eigentlich rausnehmen, aber er benutzt das Seil. Schiri ist geil, der zählt eigentlich nicht mal an. Sehr schön. Okay. Autsch, nein! Oh nein, ich bin voll down! Ich bin voll down! Oh, wie sehr ich auf...
Alter, mittendrin, kurz vor zwei, habe ich ganz kurz aus Versehen aufgehört. Jetzt nichts. Autsch. Oh nein, ich lieg schon wieder. Steh auf, Ray. Ah, nein, ich will weg hier. Geh weg, lass mich los. Nein. Oh, auch noch ein Neckbreaker. Lass mich. Oh, ich komm nicht weg. Okay. Alles klar, das da. Nein. Oh, Alter, wie schnell ist denn der? Gibt's ja gar nicht. Jetzt bin ich so schnell. Okay, was ist mit dem los? Also am Anfang war er ultra schnell. Was muss ich machen? Schicke Schauen mit dem Irish Whip in die Seile. Ich weiß nicht, wie ein Irish Whip geht. Ui! Das war mal keiner. Wir sind beide so aneinander vorbei. So, okay, erstmal mit dem Knie. Ich weiß nicht, wie ich den Irish Whip mache, das ist mein Problem. Ich glaube, ich muss ihn jetzt einfach fertig machen, weil ich gerade nicht weiterkomme. Oh, hier ist ein Clothesline. Oh! Sehr nice. Gucken wir mal, was passiert. Ah, nein! Ich habe abgebrochen, Leute. Ich muss auch einen Finisher machen, oder? Ja, viel geiler. Aber dazu muss ich ihn in die Ringseile schicken. Oh, come on. Oh nein, das wollte ich nicht, Leute. Ich weiß halt nicht, wie die ganzen Moves gehen. Das ist natürlich das große Problem. Ah, jetzt hat sie nur hingehauen. Oh, er hat auch noch, oh, ist schon noch ausgewichen. Okay. Alter. Verstehe diesen Move nicht. Der geht doch eigentlich voll auf die Nüsse. Aber das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Oh nein! Gib weg, Ray! Nein! Oh! Nein! Verdammt! Ich hab's gewusst. Also, dass ich nicht viel Zeit habe zum Ausweichen. Ich kann nicht mal schnell aufstehen. Ich bin total am Ende. Ich glaube, ich hätte pinnen müssen. Alter, nein. Kann ich hier irgendwas drücken? Oh nein! Lass mich doch mal in Ruhe. Come on. Geh raus. Ah, toll. Er hat mit seinem Finger in meinem Mund. Sah mal so aus. Nein. Oh, ich kann mich ja nicht bewegen. Ja, genau. Und direkt wieder pinnen. Komm, also knapp. Das gibt's doch nicht, Alter. Wenn ich halt die ganzen Dinger wissen müsste, wie was geht, dann wäre das halt ziemlich nice.